Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zur 33. Folge meines Let's Play Civ Comparison. Das letzte Mal haben wir mitgekriegt, dass es ein bisschen problematischer geworden ist, zeitmäßig, weil ich möchte ja immer in derselben Zeit sein. Und wir haben jetzt tatsächlich in Civ 2 eine Umstellung von 5 Jahresrhythmen auf 2 Jahresrhythmen. Das heißt, wir schreiben jetzt das Jahr 1754. Während wir in Civ 5 noch immer die 5-Jahres-Rhythmen haben, das heißt, ein Zug in Civ 5 sind 2,5 in Civ 2, was das Ganze noch mehr in Richtung Civ 2 verschiebt derzeit, weil genialerweise die Züge von Civ 2 eh schon länger sind. Das heißt, wir werden etwa 20 Minuten jetzt immer aufnehmen bei Civ 2. Damit wir auf circa 30 Minuten insgesamt kommen. Damit wir, wenn wir da 3 Züge machen, damit wir dort dann einen oder 2 Züge machen. Eigentlich tragisch. Na, schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob sich das dann irgendwann mal umkehrt. Also, dass zum Beispiel vielleicht 1800 im Einjahresrhythmus drüben geht bei Civ 5. Das weiß ich gar nicht. Das hätte ich mir vielleicht mal anschauen können. Aber da ich das nicht gemacht habe, gut, da haben wir Seide aus Philadelphia. Was ist das? Das ist Seide aus Ilmitz. Was steckt da auch ein? Zweimal Seide. Jetzt muss ich nur mal kurz nachschauen, wo wir Seide überhaupt hinbringen wollen. Uff, zu den Zulus nach Little Bighorn. Su, Su, Azteken, Azteken, Azteken. Das ist alles jetzt nicht wirklich das, was ganz um die Ecke ist. Das heißt, wir sollten dieses Schiff noch voll kriegen mit irgendwas. Wir sollten noch mehr mitnehmen. Haben wir da noch irgendwo Karawanen, die gebaut werden, die wir dann rüberbringen können zu den Azteken zum Beispiel? Nervt mich der. Ich habe jetzt eine relativ lange Pause gemacht. Ah, wir sind mit denen im Krieg. Dann darf ich den ja eh angreifen, wenn er mich nervt. Genau. Und hier wollten wir auch noch eine Stadt herbauen, eine dritte auf der Insel. Allerdings überlege ich gerade... Ich überlege gerade, wo wir die am besten hinbauen. Daher, aber da nehme ich schon der Stadt auch ziemlich viel weg. Das ist gar nicht so einfach. Aber diese Felder, das sind einfach zu gut, die will ich einfach nicht vergeuden. Bauen wir vielleicht daher? Das nimmt wieder Turin relativ viel weg, aber was soll's. Ich darf Mining gehen, glaube ich, kommt ein Dings, dann wird ein Wald gepflanzt. Das ist vielleicht dort gar nicht einmal so schlecht bei Kitzbühel. Ah. Da haben wir auch ein Schiff. Ich weiß jetzt leider nicht genau, wo ich was transportieren muss. Aber wir fahren jetzt mal sicherheitshalber darauf. Silber. Kann man das auch bei den Azteken brauchen? Jo. Können wir auch zu den Zoo bringen. Das heißt, das Schiff von da unten wird da oben vorbeifahren. Ich weiß gar nicht, wie viel man da laden kann. Aber drei Sachen kann auf jeden Fall laden. Geh mal daher als erstes. Immer mit den
Amerikanern eigentlich auch im Krieg? Ja. Okay. Ah ja, da haben wir uns vorbereitet, Chicago zu erobern. Yes, sind so gut. Ausgezeichnet. So, was bauen wir dort als nächstes rein? Natürlich einen Tempel. Und du wirst disbanded, damit wir den Tempel schneller bauen. Den kaufen wir gleich mal vielleicht. Sicherheitshalber. So. Demokratie. Ach so, genau. Ich weiß schon wieder. Wir haben jetzt Magnetismus. Das heißt, unsere Schiffe machen keine Unzufriedenheit mehr. Aber wir haben das eh schon richtig eingestellt. Komisch. Komisch. Heißt das, ich muss jetzt nochmal durch alle Städte durchgehen und schauen, ob das eh passt. Bürokäsen. Chicago. Ja. Kumi. Ja, ausgezeichnet. Das schaut gut aus. Also, nur für den Fall, was ich schaue. Ich schaue mir diese Leute da oben an. Und wir müssen immer von diesen Türkisen mehr oder gleich viel oder mehr haben als von den Roten. Dadurch, dass wir jetzt 20% unserer Steuern in Luxusgüter umwandeln, produzieren wir ziemlich viele von diesen Typen hier. Könnten vielleicht sogar auf 10% runtergehen dann im Endeffekt. Aber es ist egal. Der Demokratie, wie ihr seht, pro Straßenfeld produzieren wir zwei Handel. Vorher haben wir nur eines produziert und da produzieren wir jetzt drei Handel, obwohl wir vorher nur zwei produziert haben. Das heißt, wir verdoppeln die Handelsleistung nicht, aber wir verdoppeln sie fast in der Demokratie. Das heißt, wir haben auch viel weniger Korruption, nämlich praktisch keine. Dadurch gewinnen wir auch wieder Handelspunkte dazu. Das heißt, im Endeffekt sind wir in der Demokratie viel effizienter, was Wissenschaft betrifft. Wir geben zwar weniger jetzt an Teil für den Steuern für die Wissenschaft aus, aber wir haben insgesamt einen höheren Wissenschaftsertrag als vorher. Auch wenn wir eben, wie schon gesagt, einen Teil jetzt in Luxuries umwandeln müssen. Da haben wir zum Beispiel einen roten auf zwei blaue, das ist okay. Ja, alle Einheiten, die nicht den Kampfwert 0 haben, erzeugen außerhalb der Stadt zwei Unzufriedene in der Demokratie. Das ist ein grober Nachteil. Also in der Demokratie Krieg führen ist sehr, sehr umständlich. Außer man macht das so wie ich halt, indem man eigentlich Krieg nur durch Diplomaten und Karawanen führt. Habe ich irgendeinen draußen stehen? Nein, ich glaube, das habe ich echt alles. Um alles habe ich mich da gekümmert. Ah, das ist knapp in Linz. Aber das Schöne ist, eine Bank produziert nicht nur 50% Geldproduktion, sondern auch Luxuries. Das ist auch gut. Also die ganzen Geldproduktionen erhöhen auch die Luxury-Produktion. Das ist auch gut. Das heißt, alles, was man in der Demokratie für Geld herstellt, stellt man auch für Luxuries her. Das heißt, Zufriedenheit macht man sich dadurch auch. Zufriedenheit durch Banken. Das ist ein ziemlich neues Konzept. Aber es ist eh klar, Linz hat deswegen einen schwächeren Wert, weil durch die vielen, durch die vielen Wälder hier haben wir weniger Handelsproduktion, dadurch haben wir weniger Luxury-Produktion, dadurch sind wir insgesamt etwas unzufriedener. Ja, kann man nichts machen. Wachsen tun die Stadt eh nicht jetzt dann. Notizia. Mödling. Neapel. Schaut gut aus alles. Oakland.
Berg. Es ist auch ganz interessant, das gibt es eh auch bei C5, diesen Effekt. Bei C5 ist er nicht so stark. Sollten mehr als die Hälfte der Leute oder sollte die Hälfte oder mehr davon so türkis sein, also glücklich, dann wächst die Stadt automatisch um 1. Was ganz lustig ist. Also dadurch haben wir auch ein enormes Bevölkerungswachstum, wenn die Leute glücklich sind. Ravenna, das ist auch eher knapp bei denen, aber die bauen eh gerade ein Kolosseum, das passt dann schon. Running Bear. Warte mal. Schauen wir mal, sind wir mit denen eigentlich im Frieden? Ich glaube, mit denen sind wir doch im Frieden, oder? Ja. Ah, Ceasefire. Frieden ist das jetzt nicht, aber. Salzburg sind super zufrieden. Naja, überall dort, wo Flüsse sind, ist das halt dann. Die Städte sind dann schon sehr bevorzugt. Francisco, Schwarz, Semmering. Ich weiß gar nicht, wo wir angefangen haben. St. Pölten, Turin. Aber die haben wir auch noch nicht gesehen. Villach. Viroconium, Vöcklabruck, Wien, ausgezeichnet. Wiener Neustadt, Wierhausen. Haha, Antium, Atlanta, Baden, Bludenz. Ich glaube, wir sind durch. Posten, Bregenz, Buffalo. Nein, mit Buffalo haben wir begonnen. Okay, einmal durch alle Städte. Alle sind glücklich und zufrieden. Hurra! Ja, ich wollte das nicht. Hallo? Wie oft muss ich das denn jetzt einstellen? Nicht auf. Ah. Ich will eine Straße herbauen. Wieso funktioniert das nicht? Habe ich das Namlog vielleicht drauf? So, Wein. Ha, nach Byzanz. Ausgezeichnet. Ich glaube, mit denen sind wir gerade im Frieden. Hostile, Ceasefire. Naja, Frieden ist es vielleicht nicht, aber wir bringen uns zumindest nicht gegenseitig um. Okay. Da oben wollten wir noch eine Stadt bauen. Zwar, ja, machen wir gleich so. Aus Gmunden kommt der, ja, das ist gut. Das ist eh eine Stadt, die noch wachsen soll. Bauen wir da gleich eine Stadt hier. Toronto, österreichische Stadt mit T. Tulln. Tulln besitzt ein Walfeld. Haha, ein Walfeld. Gut, das ist ein leeres Schippernackel. Das fährt gleich zurück nach Hause. Beziehungsweise schauen wir uns ein wenig noch die Gegend hier an. Raging Brook ist jetzt mal verbunden mit unserem Straßennetz, was gut ist. Warte mal, da haben wir Kohle. Ah, den wollten. Das sollten wir mitnehmen, weil die zwei brauchen, glaube ich, keine Kohle, oder? So, dann
Machen wir mal so. Das geht dem Schiff entgegen. Das holt es nämlich ab. So, noch mehr Kohle. Azteken haben schon die Railroad. Das ist nicht gut. Da, wenn es war, ist es ein gutes Wunder. Das will ich nicht, dass sie bauen. Nein, sie erobern Dublin. Hier gibt's das. So, ich glaube, ihr habt jetzt nur noch eure Hauptstadt, gell? Ja, ab dem Zeitpunkt, wo sie nur noch eine Stadt haben, sind sie meistens friedfertiger. Die Computergegner ausgerottet wollen sie dann doch nicht werden. Jo, was willst du von mir? Du möchtest Frieden? Na, dann hättest du mich vielleicht nicht angreifen sollen. Ja, wir willkommen den Frieden mit den Amerikanern. Bleib einfach weg. Machen wir Säulen. Ja, machen wir die Säulen weiter. Ah, das ist eher eine hübsche Säule. Die letzten Säulen gefallen mir eigentlich nicht. Die dann sind. Aber das Problem ist, wir müssen sie nehmen irgendwann einmal. Oder restored in schwarz. Ausgezeichnet. Noch mehr Engineers. Das ist gut. Bauen wir einen Marktplatz als nächstes. Viel gebaut haben wir jetzt nicht. Yay, wir haben auch die Railroad. Ausgezeichnet. Darwin's Voyage bringt zwei Gratisforschungen oder eine Gratisforschung, weiß ich gar nicht. Two free, nein, zwei sogar. Nicht schlecht. Außerdem können wir jetzt Dings bauen. So, Atomic Theory oder Conscription? Conscription. Dadurch werden nämlich unsere Musketiere ausgerüstet zu Schützen. Und dann sind unsere Städte wirklich fast uneinnehmbar. Zumindest dort, wo wir Schützen drinnen haben. Nicht so wie, ach, die eine Stadt, die wir gerade verloren haben, ärgerlich. So, ja, durch den Tempel können wir das jetzt auch machen. Dann bauen wir da als nächstes Engineers. Damit wir Chicago mit dem Rest von unseren Städten verbinden können. Außerdem bringt das wunderschöne Handelspunkte. Continue, continue, continue. We love the Chancellor Day in Innsbruck. Das ist auch schön. Das heißt, dass sie jetzt schneller wachsen. Ah, wir bauen ja da schon den Eiffelturm. Das heißt, wir bauen jetzt Darwin's Voyage dort stattdessen weiter. Wobei wirklich schnell ist Wien ja nicht. Wir werden da noch eine Railroad bauen. Dann produzieren wir da noch ein Dings mehr. Aber großartig schnell produzieren wir da ja nicht. Haben die irgendwas, was ich brauchen könnte? Nö. Sie haben Dublin. Grrr. Ja, was willst du denn? Ist noch wurscht.
Okay, er will Frieden. Ist mir auch recht, ist mir lieber als wenn ich mit ihm Krieg führen will. Dublin hole ich mir so oder so zurück. So, wir haben Kohle. Wer will denn Kohle von euch? Keiner. Das kann es aber nicht sein. Ah, doch, da. Ganz Capoeto. Na dann. So. Bauen wir die erste Eisenbahn nach Kitzbühel. Warum hat Irokastel? Oh, da hat jemand mit einem. Das müssen die. Das muss irgendein Schippernagel gewesen sein. So, du stellst dich mal daher und wartest auf mehr Aufträge. So, du baust mal ein paar Eisenbahnen da. Das bringt nämlich alles ein wenig mehr Produktion. Du wartest. Da mal eine Eisenbahn her, weil das ist ganz praktisch durch den Wald. Das bringt nämlich mehr Produktion, wie schon gesagt. Bevor wir da Eisenbahn machen, brauchen wir da noch eine Irrigation, weil das ein hübsches Gebiet ist. So, Gems. Wer braucht Gems? Du nicht. Du nicht. Du auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Wieso habe ich dich darüber geschickt? Supplies James sogar. Braucht denn irgendjemand James? Vielleicht braucht gar keiner James. Kill dir. Das war also die falsche Richtung offensichtlich, weil ich glaube, Kill dir ist sogar da oben. Go nach Dead Buffalo. Geh mal in die andere Richtung wieder. Warum gehst du da runter? Ach Gott. Sehr ärgerlich. Mödling braucht mir auch Engineers. So, wir überlegen jetzt, wie wir das da am besten anlegen. Du wirst zum Straßenbaudienst umfunktioniert. Du bleibst hier. Ja, der Waffenstillstand ist zu Ende. Das heißt, er wird mich jetzt angreifen, diese Runde. Aber wir haben schon 24 Minuten vorbei und wir haben das Jahr 1756. Das heißt, wir werden für heute aufhören und das nächste Mal weitermachen. Und ich wünsche euch viel Spaß und schlaft gut und träumt was Schönes. Also, nein, eigentlich schlaft noch nicht und träumt was Schönes, weil es kommt ja jetzt gleich der zweite Teil. Bis dann. Willkommen, meine lieben Freunde, zu meinem zweiten Teil des Civ Comparisons. Wie ihr seht, schreiben wir hier in Civ 5 bereits das Jahr 1755, was natürlich doof ist, weil das vorherige Civ 2 Spiel ist bereits 1756 zu Ende gewesen. Das heißt, wir werden jetzt diesen Zug beenden. Bevor wir das tun,
Schauen wir nochmal schön nach, was wir gerade erforschen. Metallverarbeitung. Da könnten wir dann das Rote vorbauen. Ich glaube zwar nicht, dass wir das können, weil ich glaube, das ist schon gebaut. Aber... Herrschaften. Das war's dann eigentlich schon fast wieder. Machen wir mal den Zug. Und schauen mal, ob was passiert noch. Das sieht aber grantig aus. Wieso steht da freundlich, wenn er so grantig reinschaut? Ihr habt einen Anführer denunziert, mit dem sie einen Freundschaftsvertrag unterzeichnet haben. Ah. Ich möchte euch wissen lassen, dass die Zivilisation Songhai und ich in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben und dass ich den größten Respekt für sie habe. Seid euch dessen bewusst. So, und seit dann dadurch eine Kluft entstanden ist. Ich weiß zwar nicht genau, was diese Antworten bringen, aber was soll's. Der ist, glaube ich, auch nicht glücklich darüber. Aber grundsätzlich ist er noch sehr glücklich mit mir. Ja. Gut zu wissen, dass andere auf der Welt meine Abscheu gegen die Zivilisation Songhai teilen. Man muss ihnen einfach mit Misstrauen begegnen. Na, schau an. Auch nicht schlecht. Die Denunziation, die wir den Songhai gegeben haben, führt im Endeffekt dazu, dass uns die Shoshonen mehr mögen und die anderen beiden weniger mögen. Ich bin vollkommen egal. Alles, was wir tun, was den Shoshonen gefällt, gefällt den Polen nicht. Und umgekehrt. Hey, wir haben einen großen Musiker. Ausgezeichnet. So. Absolut genial, dass diese Stadt da noch, also dass dieses Feld da noch frei war. Da ist ein Räucherwerk und ein Wein anschließend. Das ist so genial. Wir können Glauben bauen. So, du bleibst da und passt auf den Typen auf. Du gehst nun in Bereitschaft. Yes. Hormus mag uns noch weniger. Thomas Terris. Ein großes Werk erschaffen. Yay. Dieser Musketier geht nicht hierher. Warum nicht? Steht da schon wer? Ah ja, stimmt, da steht schon wer. Wir könnten daher gehen, das ist ein wichtiges Feld, das würde ich ganz gerne bewachen. Die Gatling-Kanone bleibt hier stehen. So. Können wir hier... Nein, können wir nicht. Ich werde das mit Glauben kaufen. Ich glaube, da haben wir schon überall alles mit Glauben gekauft. Du auch? Yep. Was ist mit dir? Na geh. Hier ist schon irgendwie schön, wenn man... Ah, da kann man auch eine Kathedrale reinbauen. Ausgezeichnet.
Ja, Hormus mag uns nicht. Gut, hey, wir sind da mit der Schule fertig. Ah, wir brauchen noch eine Oper, dann können wir die Eremitage bauen. Das ist ja cool. Oh, ein Leuchtturm, glaube ich, ist da ganz praktisch in dieser Stadt schon. Es sind doch recht viele Wasserfelder, die wir da bewirtschaften. So, nachdem wir hier jetzt 1760 haben, hören wir für jetzt auch schon wieder auf. Wir sind nämlich zeitmäßig schon wieder hinter dem Ziff 2. Hinter dem Ziff 2 gewesen. Das heißt, ein ganzer Zug. Ja, naja, schauen wir mal. Wir werden die Ziff 2-Züge einfach jetzt etwas länger machen, damit wir zeitlich gleich bleiben. Es kann sein, dass dann später dafür hier die Zeit langsamer vergeht, aber das werden wir dann schon noch sehen. Wie schon gesagt, ich habe keine Ahnung, wann ein Zug wie viele Jahre wert ist. Okay, bis dann, Freunde. Schlaft gut und träumt euch schönes. Ich schlafe auch gut.